was Männer wirklich bewegt oder ihr Männerherz ist erstmal dieses generell, sie wollen was bewegen, sie wollen Erfolg haben, sie wollen Achtung haben. Das sind so diese typischen männlichen Attribute. Und ab 45 fangen sie erst an zu denken und da stellen sie die guten Fragen. Und mit den Männern kann ich am besten arbeiten, die ernst werden, die ehrlich und die tief werden. Sie stoßen an Grenzen sehr oft, sind zwar im Beruf vielleicht erfolgreich, aber plötzlich Ehe kaputt, Gesundheit weg. Diese Sinnfragen, dass sie merken, das kann doch nicht alles sein, da muss doch mehr sein. Eine ganz tiefe Sehnsucht nach etwas Größerem. Und ich selbst bin vertraut auch mit tiefen Lebensfragen, weil ich selbst durch große Lebenskrisen gegangen bin. Ich komme aus einem guten, wohlhabenden Elternhaus, Architektenfamilie, immer Performance, Leistung. Nach vielen Jahren, in denen es total gut lief, kam auf einmal eine ganz dunkle Lebensphase. Tiefe Depression über 3 Jahre. Als die Krise losging, war ich 40. Es wurde so, so dunkel, dass ich fast am Leben verzweifelt bin. Ich stand in der Dusche und habe gedacht, wie oft muss ich noch duschen, bis dieser Scheiß hier vorbei ist. Ich war komplett verzweifelt am Leben. Und ich musste mir echt professionelle Hilfe suchen. Und dann habe ich mir eine Ärztin gesucht. Und dann hat diese Ärztin rausgearbeitet, das Muster. Ich hatte als Kind mit meiner Mutter ein Muster etabliert. Ich musste sie immer zum Strahlen bringen. Dann war ich der geliebte Sohn. Dann war alles gut. Wenig. So. Und das habe ich perfektioniert. In der Schule hat es nicht geklappt, aber nachher mit den Mädels hat es geklappt. Als ich Christ geworden bin, das funktionierte alles. Ich konnte Leute begeistern. Das ist meine Gabe, es Menschen zu begeistern, zu faszinieren. Aber ich darf mich nicht davon abhängig machen. Und das Muster hat sie ganz tief rausgearbeitet. Und da musste ich ran, durch diese Themen durch. Und 3 Jahre hat es gedauert. Also die Zeit auch für mich als Mann, auch als Vater und Ehemann, furchtbar, furchtbar. Also das kann sich jemand nicht vorstellen, der da nicht durchgegangen ist. Kirstin hat mich durch diese Zeit durchgeliebt. Wirklich einfach durchgeliebt, wie durchgetragen. Und ganz praktisch, wonach hat sich meine Seele gesehnt? Anspruchsfreie Atmosphäre, mal einfach sein dürfen. Nicht du musst, du musst, du musst, Knechtschaft. Und sie hat gesagt, ich gehe mit dir dadurch, ich bin an deiner Seite, ich liebe dich dadurch und ich stelle keine Ansprüche. Also ich habe Gott in der Krise erlebt, dass er einfach diese Hand, er war die Hand und ich hatte die Zuversicht, er bringt mich dadurch. Und diese Vaterschaft, diese Ruhe in Gott, dieses tiefe kindliche Vertrauen, du bringst mich dadurch, auch wenn ich alles beruflich oder so verlieren werde, das war immer da. Und du wirst danach stärker sein als vorher. Es ist ein tiefer, langer Prozess und leider oftmals schaffe ich es nicht allein. Auch ich als professioneller Coach. Ich brauche einen Coach, der mir die richtigen Fragen stellt. Ich kann mich nicht wie Münchhausen selbst rausziehen. Und bei mir waren es verschiedene Faktoren. Ich musste erkennen, was tut mir gut, für meine Seele zu sorgen. Ich wäre niemals der Männercoach mit dieser Sensibilität, heute auch für Nöte anderer Männer, wenn ich nicht selbst 3 Jahre durch die Krise gegangen wäre. Das kannst du nicht auf einer Uni lernen. Und das spüren Menschen, ob du durchgegangen bist oder ob du Theorie vermittelst. Gott vertraut dir ein Lebensschiff an. Was machst du damit? Ich wende mich an den Hersteller und sage, bring mir bei, diese Yacht so zu führen, dass wir zusammen jubeln. Und deswegen kann ich nicht anders als von diesem Vater, von diesem Gott zu schwärmen.